Was geht ab, meine Freunde? Welcome back to the English Speaking Kaiser Channel. Wie jedes Mal üben wir hier unsere Englischkünste. Ja. Dafür ist der Kanal da. Wir schauen heute, lohnt sich der größte Fake-Markt der Welt? Ich stelle jetzt nur ganz kurz wieder die Alert-Box aus, weil die Leute gerade wieder eskalieren mit den verschenkten Subs. Vielen lieben Dank an alle. Ich habe irgendwas gesehen von wegen Peso oder so, ob Peso da auch drin ist. Das wäre lustig. Sind in anderen Ländern ein deutsch- also hoffe ich natürlich nicht, aber ja. Okay, schau mal rein. Fake-Produkte sind in anderen Ländern ein deutlich größeres Geschäft als hier in Deutschland. Vor allem im asiatischen Markt sowie in der türkischen Metropole Istanbul ist der Verkauf von Fake-Produkten zum großen Standard geworden. Ja. Im heutigen Video teste ich den größten Fake-Bazar der Welt und versuche besonders gut gefälschte. Lol, hat er eine neue Frisur? Schaut sick aus. Produkte zu ergattern. Sind das wirklich gute Produkte oder ist das wirklich komplette Scheiße? Ich war auch in Istanbul, genau, so schaut es dort überall aus. Also in diesem Bazar und sowas. Es ist halt auch wirklich schade, weil du gehst da rein und du expectest so voll viel geilen Stuff. Auch wenn es unnötiger Stuff ist, ne? Aber es ist in Wahrheit, hast du immer so 3 Shops oder so und dann Copy und Paste 50 Mal. Es sind immer nur, es sind Fake-Handtaschen, es sind Süßigkeiten und halt noch so, keine Ahnung, irgendwas, was du eh nicht brauchst. Und das halt wirklich, also die exakt gleichen Artikel, copy-pasted, in jede Richtung. Aber Istanbul an sich war ein saugeiler Urlaub, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, Qualität aber sehr schlecht, okay. Was ist los? Ach Philipp, das heutige Video ist wieder so teuer und wir haben langsam kein Budget mehr. Aber Leon, Matchmaster supportet doch unser heutiges Video. Ach stimmt, danke Matchmasters. Matchmaster. Kenne ich nicht, aber gönnt euch gerne über den Link bei Celtics. Wenn ihr euch Matchmasters mit meinem Link unten in der Videobeschreibung oder mit diesem QR-Code hier oben herunterladet, erhaltet ihr dieses sexy Pinata. Also was geil ist an Istanbul, sind die ganzen Rooftop-Bars. Rooftop-Bars hast du gefühlt überall. Du kannst überall Shisha rauchen. Es ist alles sehr, sehr günstig. Auch das Essen und so. Es ist natürlich schön warm. Ja, also wirklich sehr, sehr geiler Urlaub. Welche normalerweise 10 Dollar kostet. In dieser sind folgende Preise drin. Eine PlayStation 5, doch mindestens genauso gut. Na, wie lange geht die Werbung noch? Sag mal was. Hallo. Lauter. Hallo. Das hier ist Kubi. Kubi ist zum Glück Türke und für heute wird er uns helfen, dass wir nicht abgezogen werden. Denn bei richtigen Touris trauen sich die Verkäufer auf jeden Fall noch dreister zu sein. Ja. Wir befinden uns, wie ihr sehen könnt, in Istanbul, die Weltmetropole. Es ist extrem voll hier. Wir haben hier eine Mission, nämlich... Genau, und überall gibt es solche Dinger, wo du dir so Brezel kaufen kannst. Sehr, sehr nice. Wir haben den größten Fake-Bazar auf der ganzen Welt aus. Ihr werdet es sehen, es ist die ganze Zeit nur das Gleiche. Wir sind jetzt da vorne seht ihr es, Old Bazaar. Und es geht in jede verdammte Richtung. Überall gibt es Fake-Shops. Zuallererst wollte ich einen typischen Fake-Sneaker koppen, der Nike Dunk Low. Wie wir in der Vergangenheit schon bei einem Video von mir gesehen haben, sind die ja nicht wirklich schwer zu faken. Hier die Naht, daran kann man es irgendwie erkennen. Dann war hier unten irgendwas noch und dann hier an den Punkten noch irgendwie was. Ich glaube, da kannst du es vor allem am Preis erkennen. Na? Das hätte er jetzt auch. Nee, mir auch noch. Tuna, Fiat Willem. Okay, sie haben 600 Euro, 33 Euro oder so. Kannst du hier mal nach dem Preis? Ich weiß nicht, wie viel die normal kosten. Ich trage nur Vans. Vans sind die einzigen Schuhe, die ich seit Jahren kaufe. Und die kosten so 60, 65, 70 Euro. Fiat Willem ist, oder? 450. 20 Euro, 25 Euro oder so. 23 Euro. 23 Euro, Digga. Richtig, können wir beide mitnehmen. Und genau das haben wir auch getan. Ich habe hier extra für euch ein originales Paar Nike Dunk Low in Grau gekauft. Unter anderem auch für ein anderes Video, das werdet ihr aber nächste Woche erfahren, was das Ganze ist. Was haltet ihr von Nike Dunks? Für mich einer der besten Schuhe, die es überhaupt gab. Leider mittlerweile sehr, sehr ausgelutscht, weswegen ich... Keine Ahnung, ich habe null Ahnung von Schuhen. Schuhe haben mich nie interessiert. Ich kaufe immer nur Vans. Keine mehr trage. Spaß! Ich trage immer noch meine Pandas. Die haben jetzt im Resale 180 Euro gekostet, was extrem viel ist für einen Schuh. Und jetzt vergleichen wir mal die 20 bis 25 Euro Dunks, inwiefern die sich unterscheiden. Also, wir haben hier das echte Paar für 180 Euro im Resale. Wir haben hier ein Fake-Paar, das war vom ersten Shop, für 25 Euro. Und das hier ist das zweite Paar für ca. 20 Euro. Das hier ist der echte, das sind die beiden Fakes. Das sind auf jeden Fall... Also so auf den ersten Blick ist schon sehr gut. So, die anderen zwei sind ein bisschen dunkler, so von der Farbe. Das hier ist heller. Aber die Löcher sind hier ein bisschen zu klein.
3 verschiedene Grautöne. Aber ja, die Löcher sind ja sowieso der größte Joke. Schau dir das an. Die sind hier richtig schön eingestanzt und da hat irgendwer mit einem Bleistift reingestochen. Der kommt hier noch ganz gut an ihn dran. Aber der, wenn man den jetzt only mit dem Original vergleicht, da sieht man schon direkt den Unterschied. Damit ihr es euch merkt, der links hier ist immer der echte. Wir sehen hier auch direkt hier verschiedene Zeichen. Ihr habt es ja schon im Video gesehen, Nike SB ist komplett falsch. Und ansonsten hier auch Nike SB. Also das kann man schon auf dem ersten Blick sogar sehen. Wenn wir die Schuhe umdrehen, sehen wir auch hier. Aber wie kann man auch so blöd sein? Und wenn ich das schon fälsche, dann sehe ich doch ein Originalbild. Warum gebe ich dann Nike SB drauf, wenn keine SB draufsteht? Relativ gleich, aber beim anderen Schuh ist die Nike-Bestickung ganz anders und auch weiß und nicht grau. Hier ist eine Nike SB-Sohle, hier ist keine Nike SB-Sohle, sondern ganz normal und auch in schwarz. Und hier natürlich auch ganz normal Nike. Vom Muster her unterscheidet sich da nicht viel, das haben die gut gemacht auf jeden Fall. Allerdings sieht man hier auch Unterschiede. Zum Beispiel geht das hier über dem und hier ist das schon ganz anders aufgebaut. Genauso wie auch hier. Aber wenn man so im Detail guckt, dann fällt einem schon relativ schnell auf, dass das gefälscht ist. Also ich denke mir so, ich trage immer nur Vans. Wenn jetzt einer daherkommen würde mit Fake Vans, es würde mir nicht auffallen. Es würde mir legit nicht auffallen. Wenn ich genau hinschaue, so wie er das jetzt macht und mir so denke, ah ja, ist da nicht irgendwie das Stitching ein bisschen anders und so. Aber halt, so, also ich sage jetzt nicht, kauft euch solche Schuhe oder so, das ist natürlich der größte Blödsinn, aber würde euch das auffallen? So, wenn ihr jetzt nicht wüsstet, welcher Fake ist und diese Löcher da nicht wären? Ja, das schaut hier ein bisschen noch holprig aus, aber ansonsten ist es okay. Andere Seite nicht, da ist alles gleich, das finde ich cool. Man fühlt sich gar nicht wohl darin, man hat nicht so einen richtigen Grip. Ja, ja, das glaube ich. Damit würde ich nicht so gern rumlaufen. Also, was lernen wir daraus? Man kann es auf jeden Fall machen. Wenn man keinen Bock auf 180-Euro-Schuhe hat, was ich absolut verstehen kann, kann man sich diese Schuhe kaufen, wenn man auf Dunks steht. Ich weiß es zwar nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Schuhe sind echt nicht gut für die Füße. Kann ich natürlich hier nicht beweisen, aber die Schuhe sind nicht gut verarbeitet. Also kommen wir zur Bewertung. Den 20-Euro-Schuhen gebe ich 0,5 von 5 Sternen. Diesen Schuhen gebe ich 1 von 5 Sternen. Das Einzige, was an den Schuhen wirklich gut ist, ist der Preis auf jeden Fall. Und dass so die eine Seite ganz gut gefälscht ist. Aber mehr auch irgendwie nicht. Würde ich nicht nochmal kaufen, müsst ihr selber wissen. Leute, ich glaube, wir haben ein... Oh, Fake Parfum, das ist jetzt... Das ist sicher... am lustigsten ist ja immer, wenn die Marken halt den Namen halt auch so fälschen. Na, dann hast du nicht Gucci, sondern Googie oder so. Oder Tom Ford oder was weiß ich was. Bei Parfum hat vorhin einer geschrieben, das könnte auch sehr gefährlich sein. Kann sein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall... Es wird wahrscheinlich sehr stark riechen. Und nicht lang halten. So, das ist meine Prognose. Guten Laden für Parfums gefunden. Was sagt er? Er sieht zum ersten Mal, dass jemand Parfums aufnimmt. Ah. Komm mal. Ah, perfekt, Digga. Kann den denn nicht packen? Wie die Kügel. Aber dann der Geld. Und dann die Kügelkarte. Sehe ich genauso. Auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem Telegram-Schwarzmarkt. Die sind schon krass. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie lang ist die Haltbarkeit? Dafür müssten wir jetzt theoretisch 5 Stunden hier stehen und warten. Dafür haben wir dann natürlich keine Zeit. Bleibt uns nichts anderes übrig, außer zu kaufen. 60 Euro, sagt er ungefähr. Bist du Lost Cherry oder was? Ich hab schon auf 40 runtergegangen. Oder wie schnell lässt er sich denn runterhalten? Sagt ihm, ich kaufe 30. Auf dieser Schiff auf 35 Euro. 650 Lira sind 35 Euro. Ja, für wie viel Milliliter? Oder? Okay, wir sind bei einem weiteren Parfumladen. Und Kubi hat sich gedacht, wir holen uns einen weiteren Preis ein, um zu gucken, ob der davor uns gescammt hat. Das riecht aber ein bisschen schlechter. Gell? Ich denke mal, für ein Parfum gibst du gerne mal mehr Geld aus. So. Boah, in Istanbul, die Typen mit, ja, in den dunklen Seitengassen mit den Parfums, ja, das war auch voll witzig. Da ist er, du musst nicht mal zu so einem Store hingehen. Uns hat einer verfolgt in so einer Gasse, ne? Und dann ist er da so hergekommen und er so, ja, do you wanna buy the parfums? Was ist ein Parfum auf Englisch? The colognes, do you wanna buy the colognes? Und wir so, na, Bruder, verpiss dich. Und er, aber weißt du, so mitten in der Nacht, ne? Und dann kommt er so her, ja, colognes, er hat so ein Ding, wie so eine Latzhose, nur dass das halt hier so connected ist zu so einem Tisch, so einem kleinen. Und dann hat er da so seine colognes und er geht so, ja, cologne, dies, das, bla, bla. Und wir so, nein, Alter, geh weg. Wie so am Heimweg. Und dann ist er uns die ganze Zeit nachgegangen, ne? Das war richtig creepy. Und ich habe mich halt die ganze Zeit so umgedreht, ne? ob er jetzt irgendwas macht oder so, dass ich ihm dann schön so in die Fresse hauen kann. Nein, hätte ich natürlich nicht gemacht. Ich meine jetzt selbstverteidigungsmäßig und so. Das habe ich gelernt von einem Flirt-Coach, den ich bei Alpha Kevin gesehen habe. Gleich, Bruder.
Sicher? Ja. €600. Das sind schon mal weniger als der andere. Von Anfang an? Ja. Wie viel sind 600? Was ist mit euch? Ich sag nicht Parfum. Ich sag Parfum. Parfüm. 600 wären 31. Ja. Und man kann auch runtergehen. Ne? Das sieht man mal. Okay, gerade erfahren, dass wir von dem Parfümverkäufer vorhin mies hochgenommen worden sind. Der, bei dem wir gerade sind, hätte uns das Parfüm für 10 € weniger verkauft. Und jetzt haben wir bei dem noch das Parfüm. Ja, das wollte ich nämlich sagen. 30 € für, oder 30 bis 40 € für ein gefälschtes Parfüm würde ich nicht kaufen. Das ist ja viel zu viel. Da kaufe ich mir dann lieber um 60 € gleich das Originale. Rouge gekauft für 35 €. Da ist die Nachfrage halt eben sehr hoch, deswegen konnte er nicht weiter runtergehen, aber der ist auf jeden Fall günstiger als der andere von vorhin. Hallo und herzlich willkommen zum Parfum-Test. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir haben zwei Parfums. Zum was? Hallo. So, jetzt, ihr verarscht mich, was ist mit ihm? Hallo und herzlich willkommen zum Parfum-Test. Zum Parfum-Test, aha, ja, yeah. Herzlich willkommen zum Parfüm-Test, meine Freunde. Ich teste heute für euch Parfums. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir haben zwei Parfums gekauft. Einmal das Tom Ford Lost Cherry bei dem ersten Verkäufer, der uns relativ krass gescammt hat. Und einmal das Baccarat Rouge. Ich weiß, ich glaube, ich habe es ein paar Mal im Video falsch ausgesprochen. Deswegen bitte beleidigt mich nicht in den Kommentaren. Bitte. Zweimal hier. Und wenn ich mir schon einen Fake-Duft kaufen würde, dann würde ich mir einen kaufen von irgendeinem extrem teuren Parfum, ne? Irgendwie Creed oder sonst was. Bei Zara gibt es, by the way, auch günstige Parfums. Also, du musst dir nicht mal einen Fake-Parfum, also ein Fake-Parfum kaufen. Kauf dir doch ein originales Parfum, das günstiger ist. Also jetzt nicht von Zara oder so, ne? Aber halt, ja. Große Version. Davor seht ihr die beiden kleinen Versionen, die original sind. Wir kommen nochmal zum Preis. 35 €, 35 €. Zum Vergleich mal, das originale Tom Ford Lost Cherry Parfum kostet 400 € für 100 ml. Ah, okay. Das originale Baccarat Rouge für 100 ml kostet 365 €. Okay, Leute, dann alles richtig gemacht. Wir machen den Test jetzt erstmal mit Tom Ford Lost Cherry. Ihr seht es, die Verpackung ist relativ gleich. 1:1 sogar gemacht hier. Die haben das sehr gut gefälscht. Ich glaube, das sind sogar Originalverpackungen, die irgendwie gerippt haben oder so. Und wenn wir das hier aufmachen, sieht man hier schon die ersten Unterschiede. Das erste, was mir aufgefallen ist, das Magnetding ist einfach abgegangen. Der Kleber war nicht stark genug für das Fake. Zwei verschiedene Rottöne tatsächlich. Also ihr seht hier, es ist eher so ein richtiges Kackrot. Ja, wow, das schaut aber schon richtig abgenudelt aus. Ich weiß nicht, ob er das jetzt war, aber boah, das sieht ekelhaft aus. Das sieht sehr ekelhaft aus. Das ist hier so Cherry-Rot, das Originale. Wir haben natürlich hier einen super starken, coolen Kameramann am Start, der die beiden Parfums vergleichen kann. Deswegen sprühe ich mal drauf, zu meiner Linken, von eurer Perspektive, das Originale und zu meiner Rechten das Fake. Und dann kann Philipp mal testen. Also Philipp, wir haben hier das Original und einmal das Fake. So, und du musst mal riechen, ob die beiden gleich riechen einfach, okay? Okay, ich bin jetzt kein Profi, aber man merkt schon, bei dem Original ist das intensiver und das ist eher so mild angelehnt und... Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das andere wird intensiver sein. Ich dachte nämlich, dass die in das Fake Parfum extra mehr Kick reingeben, damit es halt quasi länger hält im Vergleich, ne? Keine Ahnung. Ist eher so mild und eher so... Das Original ist auf jeden Fall, hält, glaube ich, naja... Ich hab schon gesagt. Das war schon gut eigentlich, was du gesagt hast. Das ist so gleicher Geruch. Ja. Ich hasse den Song im Hintergrund. Wollte ich mal sagen, das ist der gleiche Geruch, aber das ist irgendwie mehr. Ja. Ja, okay. Also Leute, so wie Philipp es schon gesagt hat, der Geruch ist schon relativ gleich. Man riecht auf jeden Fall raus, dass es Tom Ford Lost Cherry ist, das haben sie gut gemacht. Aber die Intensivität ist auf jeden Fall viel schwächer vom Fake als beim Originalen. Also man muss wirklich kräftig an einem riechen, um das Parfum überhaupt wahrzunehmen. Genau so sieht es auch bei der Haltbarkeit aus. Ich habe das Parfum schon einige Male drauf gemacht und ich habe gemerkt schon nach einigen Stunden, dass man das fast gar nicht mehr riechen kann. Ist eigentlich rein logisch, nach dem, was uns erzählt wurde von unserem Scam-Verkäufer. Ich hätte nichts anderes erwartet. Also, eine Alternative ist es auf jeden Fall. Ich kann es absolut verstehen, wenn man kein Geld für eine 400 € 100 ml Parfumflasche hat. Allerdings muss man auch dazu sagen, man weiß... Ja, also das ist halt das Ding, das ist, glaube ich, auch nichts, was du dir kaufst als, ich sage jetzt mal, richtig blöd gesprochen, so als Normalverdiener, sondern das ist halt was, so es gibt so viele Parfums, die du dir sonst viel eher, leisten kannst. Parfums sind eh teuer. So, dann kauf dir doch eins um 60 € oder um 70 € statt eins um 400 €. So, das heißt ja nicht, dass es besser riecht. Sondern du zahlst ja auch den Preis dafür, weil es halt dann Tom Ford ist oder wie auch immer. Ne? Ist bei solchen. Ich würde mir das auch nie im Leben kaufen, egal wie viel ich verdiene. So, weil 400 € ist halt dann einfach zu teuer. Wie vom Fake-Ding nie, was da wirklich drin ist. Vielleicht kann es die Haut reizen. Parfüm ist teuer,
Parfum dagegen nicht. Das ist ein weiser Spruch. Vielleicht kann man allergisch drauf reagieren, vielleicht ist der absoluter Müll drin. Deswegen würde ich immer zu dem Originalen tendieren, weil es erstens stärker, intensiver ist und zweitens länger hält. Plus, die Sachen sind auf jeden Fall zertifiziert und du weißt halt 100%, was drin ist. Ich würde sogar eher bevorzugen, eher günstigere Originalparfums zu kaufen, weil du da auch weißt, was da drin ist und sie riechen ja auch nicht schlecht. Für mich leider auch nur 1,5 von 5 Sterne. Schade. Wir kommen zum nächsten Händler. Baccarat Rouge. Ein sehr, sehr geiles Parfum. Ah, das ist wieder Parfum. Komm, ich skippe das mal. Zurecht. Die Verpackung, auch hier, ist wie beim Originalen. Da fehlt nichts. Das haben die gut gemacht. So sieht die Flasche aus. Und zum Vergleich mal die Originale. Das hier ist das Fake, das hier ist das Original. Hä, warum ist das jetzt ein anderes? Aber es sieht sehr ähnlich aus, würde ich mal behaupten. Nein, man sieht hier, das ist Gold und das ist Silber. Okay, krass. Ich weiß gerade nicht, ob das Originale... Ja, das ist halt, hier schaut das halt so eingestanzt aus. Und hier sieht das einfach so draufgeklebt aus. Ne? Das Ding bei Parfums ist halt auch, du hast halt auch irgendwo so diese Experience. Also wenn das Parfum richtig edel aussieht, dann fühlst du dich auch einfach sehr edel, wenn du das trägst. So, es ist einfach so. Überleg dir mal dein Favorite Parfum aus einer, keine Ahnung. Boah, da gibt's eins, das sieht aus wie so ein Reinigungsspray, aber absichtlich. Das ist so ekelhaft. Der große auch Gold ist, müsste ich mal nachgucken, können wir hier mal einblenden. Logo hier passt eigentlich. Philipp, wir testen mal auf deinem Arm. Fake. Original. Meiner Meinung nach riechen beide gleich, komplett. Oder was sagst du? Ich würde auch sagen, beide gleich. Aber ich würde sagen, bei den Fake ist das irgendwie noch so, das geht nicht ganz in die Nase, das ist ein bisschen mild. Aber nicht so viel, sondern nur so 15%, aber ist schon krass. Ist auf jeden Fall krass. Best 15%, ja, hab ich mir auch gedacht. Besser als das andere, ja. Ne? Kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ja, okay, aber bei Parfum ist es nicht wirklich so mein Ding. Aber ich habe gesehen, hier ist noch... Also halt, kann man jetzt nicht wirklich so beurteilen. Elektro-Fake-Marke, da kann man AirPods holen. Die müssen wir natürlich auch testen, weil wir die auch immer in den Telegram-Schwarzmarkt-Videos testen, ne? Mal gucken, wie viel die kosten. Guck mal, bei der 850 steht Original Authentic. Meinst du, die sind Original Authentic? Das müssen wir doch herausfinden, oder nicht? Kommen wir zu unserem letzten Produkt. Was kosten AirPods? Gefälscht für 41 Euro. Das ist die Verpackung. Wir haben gerade mal abgecheckt und 1:1 verglichen. Es sieht komplett genauso aus, außer das hier. Das ist absoluter Müll. Da steht 100% authentic. Warum macht man das, Alter? Das ist nur noch mehr fake. Aber sogar hier die Folie ist relativ gleich. Sehr satisfying immer. AirPods Pro kriegt man derzeit für, ich weiß nicht, 180 Euro oder sowas. Ein sehr beliebtes Produkt in general. Deswegen gibt es auch natürlich auch sehr viele Fakes. Sehen wir natürlich hier designed bei Apple in Kalifornien. Wahrscheinlich bei Apple in Kalifornien und nicht in Istanbul, oder? Unsere Case hier in so einem Kleber. Das haben wir hier unten drunter. Kabel, ja, kennen wir alles schon, ne? Hier sogar noch Ohrstöpsel. Wenn wir den ganzen Spaß hier aufmachen, sehen wir hier eigentlich schon originale AirPods, ne? Die sehen sehr echt aus. Wir haben hier einmal zu meiner Linken die originalen AirPods Pro und hier zu meiner Rechten die Fakes. Wenn wir die jetzt mal angucken, dann sehen wir relativ gleich, ja. Blöd, wenn du die dann verwechselst, ne? Passt, unten auch passt. Ist auch nicht so schwer, ne? Wenn wir jetzt mal hier hochklappen, guck mal hier, das ist schon mal vertauscht. Zum Wegschmeißen und sowas ist hier vertauscht. Aber das meine ich halt. Wie gibt's das, dass man dann so einen Fehler macht? Das ist ja absichtlich. Das ist ja absichtlich. Weil du machst alles so exakt gleich und dann machst du die Inschrift innen drinnen machst du anders. Das ist auf der linken Seite, das andere ist auf der rechten Seite. Ansonsten sieht so ein einzelner AirPod relativ gleich aus. Mit dem bloßen Auge erkennt man das halt absolut nicht, ne? Wer das Telegram-Schwarzmarkt-Video gesehen hat, weiß eigentlich schon Bescheid. Da waren die Designs auch komplett 1:1 eigentlich. Also das haben die auf jeden Fall schon gut gemacht. Nur, wie ist der Sound? Das ist natürlich das Allerwichtigste. Und funktioniert Noise Cancelling. Wir machen den Test. Okay, dann verbinden wir mal den Aal. AirPods Pro werden direkt als AirPods Pro auch erkannt. Oh, okay. Steht sogar. Krass. AirPods können nicht verifiziert werden. Diese Kopfhörer können nicht als Original AirPods verifiziert werden. Und funktionieren möglicherweise nicht erwartungsgemäß. Digga, das ist neu, oder? Ja, das ist neu. Krass. Ich habe jetzt hier transparent drin. Hörst du was raus? Nee. Okay, ich versuche mal, Noise Cancelling reinzumachen. Geräuschunterdrückung an. Test, test, test. Test, test, test. Komplett gleich eigentlich. Transparent und Geräuschunterdrückung. Und die Qualität ist chöp. Philipp, mach mal den Test. Das ist richtig shitty, Digga. Ja. So dumm, weißt du, ich meine? So Wasser in den Ohren. Ja, ja. Also denke ich mir, dass du halt bei den meisten Produkten einfach die gleiche Aufmachung hast, also vom Design und sowas. Für mich sah der Schuh sehr ähnlich aus, auch das Parfum hat ähnlich ausgesehen und so. Aber das Parfum riecht dann nicht gut. Der Schuh, der trägt sich nicht gut, ist sehr unbequem und die Kopfhörer funktionieren nicht. So optisch, also du musst ja den Kunden, du willst ja nicht eine langfristige
Kundschaft aufbauen, sondern du musst halt original den Kauf anregen und danach ist es dir halt wurscht, was passiert. So, und das ist halt der Grund, warum die ganzen Produkte halt scheiße sind. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr schaut ein Video auf YouTube auf 360p. So fühlt sich das einfach an. Absolut nicht empfehlenswert so. Für 40 Euro kriegt man auch bei Mediamarkt bessere Kopfhörer. Deswegen auf jeden Fall ein 0 von 5 Sterne Produkt. To conclude, we can say, die Sachen haben sich eigentlich alle nicht gelohnt, außer vielleicht das Baccarat Rouge. Ich würde nicht nochmal beim türkischen Fake-Markt einkaufen, auch wenn das Erlebnis ganz spannend war. Es hat sich absolut nicht gelohnt für uns. Ja, wenn ihr in Istanbul seid, geht in eine Shisha-Bar. Nein, macht es nicht. Macht es nicht. Macht es nicht. Rauchen ist ganz, ganz schlecht. Geht nicht in eine Shisha-Bar. Ich war in einer Shisha-Bar, was auf jeden Fall nicht empfehlenswert ist. Und ich kann das hier nicht supporten, was ich hier gerade vor mir gegeben habe. Ja. Nein, aber Istanbul, wirklich sehr, sehr schöne Stadt. Sehr, sehr geil. Baklava und sowas könnt ihr euch gern geben. Und wandert auch rein in diesen türkischen Bazar. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber da findest du halt nichts. Da findest du nichts. Da gibt es nichts.